Er geht für uns auf Reisen. Lars, 25 Jahre, Traveler. Er findet für uns die Dinge, die woanders anders sind. Und als erfolgreicher Influencer teilt er die natürlich mit seinen Followern. Los geht's mit der Geschichte zu diesem Video. Lars Abenteuer startet in einem Hotel in Saudi-Arabien. An der Rezeption gibt jeder Gast seinen Reisepass ab. Klar, kennt er. Aber eine Sache findet er komisch. Alle Pässe sehen anders aus? What the hell? Warum haben die Reisepässe unterschiedliche Farben? Und warum sind unsere rot? Der amerikanische ist ja blau, der ist rot, der ist grün, alles drei verschiedene Kontinente. Damit man das Land erkennt. Aber es gibt doch voll viele, die gleiche Farbe haben. Stimmt. 1975 beschließt die Europäische Gemeinschaft, einheitliche Reisepässe einzuführen. Vorschläge der Kommission: dunkles Lila und Braun. Fallen beide bei den Mitgliedstaaten durch. Klar, Farben sind Geschmackssache. 6 Jahre liegt die Entscheidung auf Eis. Dann der nächste Vorschlag: Burgunderrot. 1981 dann die Einigung. Alle sind von Rot begeistert. Seitdem gibt es einen einheitlichen Reisepass für die Europäische Gemeinschaft und damit für die heutige EU. Bis auf die Kroaten, denn die haben nach dem EU-Beitritt einfach ihren blauen Pass behalten. Warum, ist nicht bekannt. Der Pass der Finnen ist auch individuell, nur etwas versteckter. Im Inneren, in Form eines Elch-Daumen-Kinos. Der Reisepass der meisten muslimischen Länder ist dagegen grün. Der Grund? Angeblich ist das die Lieblingsfarbe des Propheten Mohammed und somit die Farbe des Islam. Wir Deutschen haben nach Singapur und Japan den zweitmächtigsten Reisepass der Welt. Wir können in 188 Länder visafrei einreisen. Anders als Japan brauchen wir für China und Indien noch ein Visum. Für Lars geht die Reise weiter. In England wartet die nächste Insta-Story auf ihn. Lars schaut sich in der Stadt um. Sieht recht nett aus hier, nur was ist das? Zugemauerte Fenster? Die sieht man in England wirklich an jeder Ecke. Komisch. Die Aussicht ist doch gar nicht übel. Wozu soll das gut sein? Ja, vielleicht ist natürlich hinter dem Fenster irgendwas, was man von außen nicht einsehen sollte. Ja, vielleicht. Wir haben vielleicht schon die Wohnung verändert und den Grundriss der Wohnung und gedacht, da passt kein Fenster mehr hin, dann machen wir es einfach zu. Vielleicht ein Familienkrieg in einem Haus und dann musste eine Wand dazwischen. Die Lösung finden wir im 17. Jahrhundert. Die Glasproduktion ist damals weltweit sehr teuer, vor allem in England. Darum führt der Staat 1695 eine neue Luxussteuer ein. Wir müssen Fenstersteuer zahlen. Die sogenannte Fenstersteuer bedeutet, ab dem 4. Fenster müssen die Bürger zahlen. Je nach Anzahl der Fenster 2 bis 10 Schilling. Für die Leute aus der Mittelschicht ist das viel Geld. Um keine Steuern zahlen zu müssen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Fenster zuzumauern. Das Ergebnis sehen wir noch heute. Denn auch 300 Jahre später dürfen keine Fenster mehr rein. Der Grund: die meisten Gebäude fallen heute unter Denkmalschutz. Heißt, die Eigentümer müssen die Fassade genau so erhalten. Dieses Relikt finden wir hin und wieder auch bei uns, vor allem am Niederrhein. Denn als Napoleon im 18. Jahrhundert dieses Gebiet besetzt, führt er auch dort die Steuer ein. Definitiv ein Fakt, den Lars mit seinen Followern teilen möchte. Genau wie die nächste Geschichte. Nichts für Leute mit Links-Rechts-Schwäche. Lars ist immer noch in England. Ab zum Sightseeing. Um Geld zu sparen, will er in die City tram. Die Richtung stimmt schon mal. Daumen raus und abwarten. Doch dann? Das einzige Auto weit und breit fährt in Richtung Stadtmitte. Aber auf der anderen Straßenseite? Na klar, Lars hat's voll vergessen. In England ist ja Linksverkehr. Die Autos fahren da auf der linken Straßenseite und nicht wie bei uns auf der rechten. Aber warum? Irgendein König war Linkshänder oder so und wollte das, keine Ahnung.
weil der eine mal das Lenkrad auf die falsche Seite gebaut hat vielleicht. Vielleicht wollten sie auch gar nicht, dass die Leute in dem anderen Land fahren können. Vielleicht war es ja auch Absicht. Naja, nicht ganz. Die Antwort liefert uns dieser Ritter. Denn im Mittelalter tragen in Europa alle Ritter ihr Schwert in der rechten Hand und den Schild in der linken. Die meisten Länder setzen auf Verteidigung. Deshalb gehen die Ritter auf der rechten Seite, um sich leichter vor dem Feind zu schützen. Anders die Briten. Die gehen auf Ansage des Königs voll auf Angriff und müssen wegen der royalen Anordnung auf der linken Seite gehen, immer mit dem Schwert auf den Feind gerichtet. Die Ritterseite hat sich gehalten und wird mit der Erfindung der neueren Verkehrsmittel zur Fahrseite. So kam es zum Links- und Rechtsverkehr. Lars geht jetzt voll auf Angriff und schon klappt's. Andere Länder, andere Seiten. Zum Glück, denn das bringt Lars viele Likes. Jetzt heißt's Shalom. In Israel entdeckt Lars einen eigenartigen Lift. Zurück auf Anfang. Samstag in Tel Aviv. Lars möchte auf einer Aussichtsplattform. What? Shabbat Elevator. Aha. Die Knöpfe? Abgehängt. Drücken unmöglich. Und was soll das? Die Tür geht von allein zu. Der Aufzug fährt plötzlich wie von Geisterhand. Lars versteht die Welt nicht mehr. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Erster Halt, erster Stock. Hier wollte Lars nicht hin. Niemand steigt ein. Wieso fahren samstags in Israel die Aufzüge von allein und halten in jedem Stockwerk? Vielleicht, weil da am meisten los ist. So die meisten Menschen unterwegs, dann fahren die einfach die ganze Zeit, weil es am schnellsten geht. Die haben vergessen einzubauen, dass der Drücker funktioniert. Ja, wahrscheinlich haben die halt Samstag irgendeinen Feiertag oder halt, das ist halt bei uns der Sonntag ist der Samstag und da ist halt verboten, irgendwelche Bequemlichkeiten zu benutzen und deswegen kannst du halt nicht Aufzug fahren an dem Tag. Fast richtig. Samstag ist in Israel Sabbat, ein sehr strenger Ruhetag. An dem dürfen Gläubige keine schöpferische Handlung ausführen. Elektrische Geräte an- und ausschalten ist tabu. Heißt, kein Fernsehen schauen, Licht anmachen oder halt Knöpfe drücken. Denn Strom erzeugen ist für die orthodoxen Juden die moderne Form des Feuermachens. Und Feuermachen ist am Sabbat strengstens verboten. Um Probleme zu umgehen, gibt es deswegen sogenannte Sabbatlifte. An den restlichen Tagen sieht das anders aus. Alle Aufzüge laufen ganz normal. Knöpfe drücken erlaubt. Von Sonntag bis Freitagabend ist Feuermachen kein Ding. Aufzüge, die in jedem Stock halten. Zum Glück ist Lars im Urlaub und hat keinen Stress. Sein letzter Stopp bringt Lars noch mal richtig durcheinander. Hinter diesem Boomerang-Video steckt ein übles Missverständnis. Lars ist in Albanien, hat Hunger und seit Tagen plagt ihn das Heimweh. Er hätte so gern ein Stück Heimat auf dem Teller. Can I get a German Schweinsbraten, please? Ja. A German Schweinsbraten? Ja. Hä? Obwohl der Kellner ja sagt und nickt, bekommt er keinen Braten. Gibt's ein Missverständnis? Aber er nickt doch. Ich weiß nicht, wenn man den Kopf schüttelt, ist er mehr so ein, wie so eine kreuzende Bewegung, wie man auch die Arme verschränkt. Vielleicht nicken ist mehr, ich weiß nicht, käme jetzt auch eher wie eine zustimmende Bewegung vor. Das ist einfach erlernt von Generation zu Generation. Die einen haben so angefangen, die anderen so. Es gibt Orte, wo das andersrum ist. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, welcher Ort. Das ist richtig. Albanien ist tatsächlich eins der Länder. Nicken bedeutet hier Nein. Und das vermeintliche Joa heißt tatsächlich auch Nein. Mit dem Schweinebraten wird's also nix. Nicht überall auf der Welt ist die nonverbale Verständigung gleich. Experten haben Fachbegriffe für diese Kopfgesten. Wir benutzen den sogenannten Nick-Schüttel-Code. Schütteln für Nein.
und nicken für Ja als ein Überbleibsel der Verbeugung. Das Schütteln dagegen liegt uns in den Genen. Hat ein Baby keinen Hunger mehr, dreht es den Kopf zur Seite und signalisiert Nein, indem es Augen und Nase vom Reiz wegbewegt. Warum die Albaner das nicht machen, ist nicht klar. Sie benutzen aber den Roll-Werf-Code. Diesen Code benutzen nur die Bewohner dreier Länder: Bulgarien, Pakistan und Albanien. Noch verrückter die Inder. Die schütteln eigentlich immer mit dem Kopf. Je nach Intensität kann das komplett verschiedene Bedeutungen haben. Ja, nein, vielleicht. Lars bestellt dann doch was anderes, aber ein Erinnerungsvideo für seine Insta-Follower darf auf keinen Fall fehlen. Was für eine aufregende Reise und wie anders die Dinge doch woanders sind. Lars plant schon den nächsten Trip. Denn da draußen gibt es bestimmt noch viele andere Dinge zu entdecken.